In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel der Luftfedern an der Hinterachse des Mercedes S211 mit R-Matic. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Zum Umbau ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Beim Entnehmen der Luftfeder Einbauanleitung und neuen Halteclip beachten. Die neue Luftfeder sollte eine maximale Länge von 300 mm vom Auge zur oberen Auflagefläche aufweisen. Bei der Mercedes E-Klasse Typ S211 ist es zwingend erforderlich, ein geeignetes Diagnosegerät bei Arbeiten an der Luftfederung zu verwenden. Bevor der Umbau beginnt, muss mittels Diagnosegerät die fehlerhafte Luftfeder eruiert werden. Für die Feststellung der Einbaulage muss die Höhenlage des Fahrzeugs gemessen und festgehalten werden. Die Sichtkontrolle zeigt eventuelle Schäden an den Fahrwerkskomponenten. Mittels geeignetem Diagnosegerät wird die Luftfeder auf 3 bar entleert. Wir empfehlen, auf geeigneten Arbeitsschutz zu achten. Bei Mercedes E-Klasse Typ S211 muss die komplette Hinterachse ausgebaut werden. Die Arbeitsschritte beim Aus- und Einbau an der Hinterachse müssen parallel an beiden Seiten erfolgen. Beim Ausbau der Kabelverbindungen müssen Beschädigungen vermieden werden. Auf vorsichtigen Umgang mit Kabeln ist zu achten. Demontierte Bremssättel müssen mit geeigneten Kabelbindern gesichert werden. Vor der Demontage der Hinterachse müssen die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Platten verschraubt werden. Den Tankschlauch erst nach vollständigem Entleeren des Tanks demontieren. Die Luftfeder nun mittels Diagnosegerät vollständig entleeren.
Nach Demontage der Hauptdruckluftleitung den Anschluss mit dem gelben Blindstopfen verschließen. Nach vollständiger Entleerung der Luftfeder sollte diese mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Halteclip gehebelt werden. Vor der Demontage der Hinterachse muss der Höhenstandsensor gelöst werden. Nun müssen die vier Hauptachsschrauben angelöst werden. Bevor die Schrauben endgültig entfernt werden, muss die Hinterachse vor dem Ablassen mit einem geeigneten Heber gesichert werden. Nach dem Ablassen muss die Stabilisatorbefestigung demontiert werden. Anschließend muss der Luftvorratsbehälter und die untere Schraube an der Luftfeder gelöst werden. Beim Demontieren der Luftleitung an der Luftfeder ist das vom Fahrzeughersteller vorgegebene Werkzeug zu verwenden. Die Leitung sollte mit Vorsicht entfernt werden. Nun können beide Luftfedern entnommen werden. Der Verbindungsschlauch von der Luftfeder zum Ausgleichsbehälter darf auf keinen Fall demontiert werden. Undichtigkeiten sind die Folge. Entrollte Luftfedern sind Ausschuss und dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Der Hinweisaufkleber sollte erst kurz vor dem Einbau der Luftfeder abgenommen werden. Beide Luftfedern in die dafür vorgesehene Position einbringen. Es ist auf die vorgeschriebene Position des Verbindungsschlauches zu achten. Achtung! Immer einen neuen Halteclip verwenden. Den neuen Halteclip handfest anziehen. Bevor die Achse zur Montage wieder verschraubt wird, müssen die Gewinde der Haltebolzen gereinigt werden. Die alte Schraubensicherung muss mittels Gewindeschneider vollständig entfernt werden. Die neue Verschraubung der Druckluftleitung entnehmen und für den Einbau vorbereiten. Nachdem beide Luftanschlüsse an den Federn verbaut sind, werden die elektrischen Anschlüsse gesteckt. Nun wird die Achse mittels Hebevorrichtung in Position gebracht. Die vier Haltebolzen der Achse werden laut Angaben des Herstellers verschraubt.
Vor der Erstbefüllung der Luftfedern muss die Hauptdruckluftleitung und die Kabelverbindung angeschlossen werden. Die Sicherheitsscheiben werden nun abgenommen und die Bremssättel sowie die elektrischen Leitungen verbaut. Achtung, der Tankschlauch muss fachgerecht angebracht und verschraubt werden. Luftfeder mit Diagnosegerät auf maximal 0,5 bar befüllen. Halteclip muss hörbar einrasten. Um die Luftfeder zum Querlenker auszurichten, sollte die anfangs gemessene Höhenlage des Fahrzeuges verwendet werden. Achtung! Sollte die Höhenlage des Fahrzeugs nicht bekannt sein, ist die Verwendung des im Herstellerhandbuch festgehaltenen Winkelmessers vorgeschrieben. Nach Einstellen des Winkels die Luftfeder festziehen. Bei falsch eingestelltem Winkel kann es zu Beschädigungen der Luftfeder kommen. Beschädigte Luftfedern sind auszutauschen. Das Fahrzeug niemals von der Hebeeinrichtung mit druckloser Luftfederung herablassen. Luftfeder mit 2 bar Druck befüllen. Danach erneute Lagekontrolle mittels Messschieber. Den Druck nun mittels Diagnosegerät auf 5 bar anheben. Nachdem das Fahrzeug auf den Rädern steht, die Luftfederung mittels Wahlschalter in die verschiedenen Einstellungen bringen. Nun müssen alle Verschraubungen mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Nach Abschluss der Arbeiten werden mittels Diagnosegerät die Fehlermeldungen bezogen auf die Luftfederung gelöscht.
Nach Arbeiten am Fahrwerk ist grundsätzlich eine Vermessung des Fahrwerks erforderlich. Bilstein. Drive the Legend.